dass sie einfach total schlecht sichtbar sind. Man sieht ja kaum was. Ah, hier ist auch einer. Einfach schlecht platziert. 5 Stück habe ich nur. Merkt ihr was? Ist nicht so viel. 1, 2, 3, 4. Da ist auch noch einer. 5, 6. So. Geht schon wieder die Sonne unter? Unfassbar. Wir müssen noch die Setzlinge von da hinten holen. Dann machen wir auch kurz ein kleines Nickerchen und dann geht es auch schon wieder nach Hause. Genau, hier waren hoffentlich welche. Jawohl. Ja, da sind auch welche. Wunderbar. So, 3 Bäume gefällt, aber nur 4 Setzlinge. Muss man wirklich ein bisschen sparsam sein. So. Und ab geht's nach Hause. Keine Abkürzung. So, ja, also habe ich Netflix entdeckt und auch mal ein bisschen geguckt. Ja, und Marco Polo fand ich eine sehr coole Serie. Der Hammer ist auch bei Marco Polo. Das ist eine Serie, die wurde nur für Netflix produziert. Das heißt, die läuft an keinem Fernsehsender, sondern die läuft ernsthaft nur auf Netflix. Und das finde ich, falsche Richtung, das finde ich eigentlich mal sehr interessant, dass so ein bisschen der Trend weggeht von ich muss unbedingt das, was in der Glotze kommt, auf meiner Streaming-Plattform haben zu. Wir machen ab jetzt unsere eigenen Inhalte und ja, verteilen die auf unsere eigene Plattform. Finde ich sehr cool. So, und ich wünsche eine gute Nacht und bis gleich. So, und weiter geht's. Wollten wir irgendwas mitnehmen noch? Brauchen wir, glaube ich, nicht. Dann haben wir da hinten ein paar Fichten abgeholzt. Jawohl, die erste Eiche, die erste Birke ist auch schon gewachsen. Deswegen machen wir das hier auch. Wunderbar. Hier haben wir unsere Fichten. Und dann würde ich sagen, spammen wir mal ordentlich mit unseren Eichen-Setzlingen, von denen wir ja wirklich genug haben. Hier und dort und hier. So. Oh, nee, hier haben wir ja natürlich auch ein paar. Genau, auch ein paar Fichten am Start. So. Ja, hier können wir ruhig auch mal ordentlich bewalden. Weil die Wahrscheinlichkeit, hier sieht es aus, als wäre ein Creeper explodiert. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt hier erstmal bauen, ist relativ gering. Das heißt, wir können hier natürlich auch Ressourcen anbauen. Zeit genug haben wir dafür. So. Und selbst ein bisschen ausgesperrt. Müssen wir da vorne lang. Hier ist irgendwo eine Höhle. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier das komplette Dorf unterhöhlt ist. Das, was wir hier so an Höhlen gefunden haben mittlerweile, ist ja wirklich krass auch. So, und noch ein Ei. Plötzlich sind da einfach mal Eier. Neulich bin ich auch mal tauchen gewesen. Und was habe ich unter Wasser gefunden? 3 Eier.
Pass auf, ich zeig's euch mal. So, irgendwelche Eier. Diesmal nicht. Für gewöhnlich findet man immer irgendwelche Eier. Also neulich waren hier wirklich alles voller Eier und dachte so, okay, was ist hier los? Irgendwie auch krass. Sollen wir hier eigentlich ein paar Bäume pflanzen? Oder werden wir hier in Zukunft... Ne, machen wir jetzt erstmal nicht, weil wir wollen ja relativ bald da mit unserem Hafen hier einfach auch vorwärts kommen. Auch wenn wir viel Holz brauchen. So, ja, dann haben wir ja mal 60 Setzlinge ausgesetzt. Das ist schon mal gut. Das mit den Fichten ist mir aber immer noch eigentlich viel zu wenig. Da werden wir in Zukunft auch noch verstärkt irgendwie drauf achten müssen. So. Wunderbar. So, jetzt ist die Frage, wie gehen wir weiter vor? Wir könnten jetzt hier Fenster einziehen bereits. Da müssen wir wahrscheinlich hier erstmal diesen hier machen. Genau, wir könnten einerseits solche Fenster hier einbauen. Was ich an für sich ganz nice finde. Das hat dann so ein bisschen was von Store. Okay, ist aber trotzdem relativ offen. Brauchen wir hier Fenster? Ich glaube nicht. Oh, come on. Eine Treffsicherheit eines Nacktmulches. So. Aber hier machen wir das wieder so. Genau. Da können wir uns natürlich auch was über einfallen lassen. Weil hier sind wir ja eins höher. Vielleicht machen wir hier. Ach, Mann, ey. Machen wir hier sowas. Dass wenn man hier reinkommt, gleich mal so ein bisschen, ja, sowas Offizielles hat. Die Raumgestaltung müssen wir uns sowieso noch überlegen, was wir da machen. Ob wir da auch noch ein zweites Stockwerk haben. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Wir könnten im Grunde ja hier auch eine Treppe nach oben machen und dort ein kleineres Stockwerk haben, das nicht über die komplette Fläche geht, sondern einfach nur, wo zum Beispiel unser Schlafgemach oder sowas in der Art ist. Das fände ich eigentlich gar keine schlechte Idee. So, und diese Tür hätte ich natürlich gerne eigentlich so groß gehabt, damit es einfach auch so repräsentativ ist. Aber wir müssen wahrscheinlich, wahrscheinlich einfach hier oben Glasblöcke reinmachen oder so. Hallöchen, na, guckst du mal zu, was ich hier so mache? Ja, das ist doch vollkommen in Ordnung. Ja, und der Plan ist dann hier natürlich, dass wir hier so ein fettes Dock haben. Das heißt, wir werden dort in der ähnlichen Architektur wie dort hinten ein wunderschönes Dock hinbauen, wo natürlich dann die Schiffe anlegen können, ist klar. Das ist ja so ein bisschen auch der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Und deswegen wollte ich das hier auch so ein bisschen breiter machen, weil das Hauptgebäude ist. Hier vielleicht auch so ein bisschen so eine Art Platz machen. Dann schauen wir doch gerade mal, wie wir den drüben gemacht haben, den Platz. Dann machen wir wenigstens das nämlich ein bisschen nach oder übernehmen den Stil, dass das nicht ganz so krass abfällt. Okay, das haben wir mit normalen Steinbricks gemacht. Die könnten wir uns eigentlich auch gleich mal anfertigen lassen. Dazu brauchen wir viel Cobblestone, so viel ich weiß. Und müssen die dann zu Cleanstone backen. Das testen wir jetzt aber mal. Ja, weil so geht das nicht. Nein. Sondern wir müssen uns das... Steht da tatsächlich... Alter Schwede. Schon ein bisschen creepy, die Leute. Müssen wir da schon Cleanstone backen. Und vielleicht machen wir uns dann auch nochmal einen zweiten Ofen. Weil ein Ofen ist einfach ein bisschen wenig, ne? So, dann packen wir das da rein. Damit könnten wir natürlich auch dann genau die Dinger machen. Finde ich eigentlich auch sehr nice, muss ich sagen. So. Was auch immer wir damit machen werden, ich weiß es noch nicht.
Kann gut sein, dass wir die mal dann tatsächlich für irgendwas einsetzen. Aktuell sind wir da ein bisschen wieder von abgerückt, weil das irgendwie doch ein bisschen anders aussah. Und nicht ganz unser Stil war. So, 4 Stück haben wir. Wunderbar, das wollten wir erreichen. Ja, Steinziegel haben wir am Start. Wunderbar, das heißt, wir müssen ordentlich Bruchstein braten. Dann bauen wir hier doch einfach auch nochmal einen zweiten Ofen hin. Würde ich mal sagen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So, und ein Stack rein. Wunderbar. Dann brät das schön vor sich hin. Hier haben wir noch einen Ofen. Der gehört hier nicht rein. Der gehört dann zur Seite. Genau. Packen wir dann hier rein. Die Bruchsteinmauer, brauchen wir die schon für irgendwas? Die hatten wir neulich gebraucht, als wir uns Lampen machten. Feuerstein können wir auch mal nach da hinten packen. Oder wo war Feuerstein? Hier. Okay, was ist das denn für Musik? Viel besser, viel angenehmer. So. Gut. Das wird jetzt hier wahrscheinlich ein bisschen brauchen. Jawohl. In der Zwischenzeit können wir natürlich wieder zurück und weiter in unserem Haus machen. Aber bevor wir das tun, nehmen wir noch ein bisschen Sand mit, beziehungsweise Glas. Wo hatten wir denn das? Haben wir schon Glas gemacht? Das kann natürlich sein, dass wir jetzt noch gar kein Glas haben. Weil wir natürlich in der Zwischenzeit unser komplettes Inventar verloren haben. Das bedeutet, wir müssen losziehen und uns Glas besorgen. Da seht ihr mal, man möchte eine Sache machen und wenn man sein ganzes Inventar verloren hat, zieht man immer los und weiter und die Sonne geht gerade unter. Jetzt ist die Frage, wo bekomme ich Sand her? Ich muss mich gerade mal daran erinnern, wo ich zuletzt Sand gesehen habe und ich das auch abgebaut habe. Ich glaube, da müssen wir ein kleines Stückchen zurücklegen. Und darum würde ich sagen, gehen wir pennen. Jawohl, das machen wir. Und im neuen Tag nutzen wir dann, um weiterzuziehen. Ach komm schon. Haben wir ein Blümchen dabei? So. Sehr gut. So, ja, dann würde ich sagen, gute Nacht und bis gleich. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich allerseits und es geht los. Wir müssen uns Sand besorgen und ich glaube, ich weiß auch schon, wo wir Sand finden werden. Da müssen wir ein bisschen über unser Dörfchen hinaus. Aber dann haben wir da wenigstens genug und können ordentlich abbauen. Über diesen Berg müssen wir. Und da hinten gibt es, glaube ich, einen wunderschönen Sandstrand, den wir nutzen können für unsere Zwecke. Ne Krieger ging es auch nicht mehr. Okay, kein wunderbarer Riesensandstrand, sondern 3 Krümel Sand. Sehr schade. Aber immerhin, wir brauchen jetzt ja auch nicht unfassbar viel Sand. Deswegen nehmen wir jetzt das mal auf jeden Fall und gehen mal kurz nach da vorne. Und gucken, was wir da noch an Sand haben. Okay, hier ist auf jeden Fall mal eine Höhle am Start. Interessant. In der wir wohl auch mal waren. Okay, aus dem Sand können wir uns wirklich nicht besonders viel holen. Aus dem Strand. Ah, hier ist er. Alles klar.
Das sieht schon besser aus. So.